Sehr seltsam. So, dann Handy. In den Unterlagen stand die Handynummer von Emre. Vielleicht erreiche ich ihn ja. Max? Na endlich, ich hab mir schon Sorgen gemacht. Emre? Emre Dadoan? Wer spricht da? Und wie zum Teufel kommen Sie an das Handy meines Freundes? Oh, Verzeihung. Hier ist Nina. Nina Kalenko. Ah, die Verlobte von Max. Genau. Und wo steckt Max? Max wurde entführt. Was? Ja, direkt vor meinen Augen. Verdammt. Das hat sicher mit unseren Forschungen zu tun. Emre, ich muss alles wissen. Welche Forschungen? Wer hat Max entführt? Das waren wahrscheinlich dieselben Leute, die mich beinahe erwischt hätten. Wir sind da nämlich an einer ganz großen Sache dran. Können wir uns treffen? Leider sitze ich auf dem Nabelberg unter der Grabungsstätte fest. Es gab vorhin ein Erdbeben, das mir den Weg zurück an die Oberfläche abgeschnitten hat. Du wirst es nicht glauben, aber ich bin auch hier. Das Erdbeben vorhin habe ich live mitbekommen. Vielleicht kann ich dir helfen. Prima, aber einfach wird das sicher nicht. Und was soll ich machen? Du kommst nur über den Fahrstuhl in die unterirdischen Bereiche der Tempelanlage. Und den einzigen Schlüssel dafür habe ich. Der Fahrstuhl befindet sich bei Grabungsstelle C. In meinem Geländewagen am Eingang liegt eine Karte der Anlage. Blöde Frage. Wieso fährst du dann nicht einfach zu mir nach oben? Ich hatte doch vorhin erwähnt, dass mir der Weg zum Fahrstuhl abgeschnitten wurde. Oben steht ein Bohrer rum. Wenn du ein Loch zu mir bohrst, kann ich dir den Schlüssel übergeben. Und noch eine blöde Frage. Wo um Himmels Willen soll ich denn bohren? Die Anlage hier ist gigantisch. Ich mache mit meinem Handy ein Video von dem Raum hier und schick's dir. Vielleicht helfen dir ja bestimmte Merkmale beim Identifizieren der richtigen Stelle an der Oberfläche. Auf jeden Fall stinkt's hier ganz schön nach Öl. Ich schick die MMS jetzt raus. Hoffentlich kommt sie durch. Mein Akku ist gleich leer. Die MMS ist da, aber ich erreiche Emre nicht mehr. Komisch. Wieso das denn? Ich habe mir den Plan der Ausgrabungsstätte aus Emres Wagen geholt. Dann gucken wir den mal an. Aus Emres Auto. Damit werde ich mich jetzt bestimmt nicht mehr in der Anlage verlaufen. Ja, das ist doch schön. Dann wollen wir mal los, ne? Vor allem sie weiß Hallo. Jetzt, wo es hingeht. Okay. Wir müssen es aber auch sehen, haben den Plan aber noch nicht gesehen. Das heißt, erstmal zur Ausgrabungsstätte. Na, vor allem, ich habe mit Rechtsklick angeklickt. Oh. Ah, jetzt. Also er hat gesagt, er ist bei C. Ja, genau. Und es stinkt nach Öl. Was für ein Restfahrstuhl? Irgendwo muss denn ja Öl. Ich bin doch kein Eichhörnchen. Denn nicht. Der Boden der Grabungsstelle besteht aus glattem Fels. Sieht ziemlich massiv aus. Ob sich darunter die Räume der Tempelanlage befinden, in denen Emre eingeschlossen ist? Aber hier hat es kein Öl. Wasser. Eine Wasserpfütze. Na gut, das ist es aber nicht. Dann sollten wir vielleicht mal weiter gucken. Wir gucken jetzt mal alles ab. Ja, hier ist Öl. Also hier muss er schon mal sein. Ja. Busch. Da gibt's nichts zu entdecken. Bist doof. Aber die Pumpe, das mit dem Öl. Die Pumpen wurden hier mit Sicherheit nicht zum Spaß installiert. Ich lass besser die Finger davon. Halt, ey. Gut, also dann brauchen wir jetzt nur noch einen Bohrer. Rote Erde. Ich nehme etwas von der losen, trockenen Erde mit. Wo steckst du da rein? Einfach so eine Hosentasche? Ja, ich muss, glaube ich. Nee. Vielleicht, Wasser, damit das zu einer Farbe wird, damit ich mir markieren kann, wo ich. Okay, nee. Das Wasser sieht zwar sauber aus, aber trinken? Ich will auch nicht, dass du es trinkst, du doofe Kuh. Es geht nicht immer alles nur um Schlürfen. Ich bin ja ziemlich leidensfähig, was die Schlepperei betrifft. Aber der Bohrer ist mir eindeutig zu schwer. Sollte ich ihn brauchen, weiß ich ja, wo er steht. Die Felsspalte sieht aber ganz kaputt aus. Da gibt's nichts zu entdecken. Die MMS hat mir Emre per Handy aus dem Tempelraum geschickt. Wurzeln. Bein. Ein paar Anhaltspunkte liefert mir das Video ja. Ich muss herausfinden, wo dieser Raum ist und wie ich Emre da rausholen kann. Aber von dem Busch können die großen nicht muss sein. Muss ein Baum sein. Also, ich hätte ja auf A getippt, aber wir gucken jetzt mal alles durch. Öl? Möglich, dass das Öl verschmutzte Wasser. Motorgeräusche? Ja, das könnte der Motor gewesen sein, den ich auf dem Video gehört habe. Das könnte passen.
Die Wurzeln des Baums dürften lang genug sein, um bis zu einer unterirdischen Kammer zu wachsen. Wenn ich mich hier so umschaue, ist das der einzige Ort, der in Frage kommt. Das Pumpengeräusch, die Baumwurzeln und der Ölgeruch. Emre muss direkt unter mir sein. Mit bloßen Händen... Dann holen wir den mal hierher. Okay, hier bin ich richtig. Ich hol den Bohrer und versuche ein Loch ins Gestein zu bohren. Vielleicht schaffe ich es so, zu Emre durchzustoßen. Eine halbe Stunde später. Hey Nina, tolle Leistung! Eine meiner leichtesten Übungen. Max hat also nicht übertrieben. Wirklich eine patente Person. Ich hoffe für ihn, dass das nicht sein einziges Kompliment war. Dann mal her mit dem Schlüssel. So einfach ist das leider nicht. Der Schlüssel passt zwar durchs Loch, aber ich kann ihn nicht bis zu dir nach oben schieben. Das sind schon ein paar Meter. Alles klar, ich lass mir was einfallen. Also ich brauche ja dann irgendwie ein Seil. Habe ich da sowas? Nö, natürlich nicht. Die Speiche ist zu kurz. Ja, dann... Ein mächtiger Steinpfeiler. Ich stoß hier besser nichts um. Tut denn nicht. Mann, du. Wo war ich denn noch nicht? War ich bei dir? Ja, hier war der Bohrer. Die Pumpen wurden... Ja, ist ja gut. Ja, das ist auch ein Pfeiler? Nee. Also, wie? Habe ich Pfeiler. Großer Stein. Den kann ich nicht bewegen. Wieso die nicht? Die Grube ist voller großer Gesteinsbrocken. Aber dieser Findling ist besonders stattlich. Ist doch schön. Hilft uns aber nichts. Ja, gut. Haben wir hier irgendwas? Busch. Ein Busch. Wieder ein Schild. Was soll ich damit? Das weiß ich auch noch nicht. Diese Schrift kann ich nicht lesen. Was soll ich da? Ja, einfach weil haben. Nein, danke. Kein Bedarf an ein... Wieso denn nicht? Nee. 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 Da gibt's nichts zu entdecken. Das ist doof. Dann gehen wir halt wieder zurück. C. Den kann ich nicht Die Hätte. Grube ist voller großer Gesteins... Ja, das ist wunderschön. Ich bin doch kein Eichhörnchen. Aber ich. Nö. Ja, auch nicht. Für den Aufzug brauche ich... Ja, einen Schlüssel. Okay. Das. Was soll ich damit? Ja, weiß ich auch noch nicht. Ich bin doch kein Eichhörnchen. Den kann ich nicht bewegen. Ich lasse ihn jetzt besser. Da unten ist Emre. Das Loch führt zu ihm in die Kammer. Vielleicht muss ich hier nochmal was rumstochern. Da habe ich schon drin rum. Okay. Ich habe bereits alles untersucht. Du hast bereits alles untersucht? Das glaube ich nicht. Irgendwas. Nö. Nee? Vielleicht hat er noch was im Auto. Wozu ein Auto knacken? Schicker Geländewagen. Denn ich muss Emre helfen. Ja, okay. Aber du brauchst ja irgendwas um... Ach, Kette. Die Kette hängt hier nur so rum. Ich nehme sie mal mit. Oh, gönn dir. Dumm. Nee. Wo hat's große Findlinge? Muss ich da noch irgendwas mitmachen? Nö, vielleicht einfach auch nur hin. Ich denke wahrscheinlich schon wieder viel zu weit. Und muss einfach Kette ins Bohrloch. Bitteschön. Ja? Ich lass eine Kette runter. Häng den Schlüssel ran. Alles klar. Yeah. Zieh die Kette hoch. Ist angekommen. Bin unterwegs zu dir. Sei vorsichtig. Nö. Bin ich nie. Bin ich vorsichtig sein.
bin gespannt, was mich da unten erwartet. Und ich erst. Und erstmal alles mitnehmen. Eine verschlossene Holzkiste. Ein Grubenhelm mit Lüftungslöchern. Nicht ansehen? Okay, hätte das sein können. Das muss die Brücke sein, von der Emre gesprochen hat. Druckluftpistole. Kann man immer gebrauchen. Hochdruckreiniger. Wohin damit? Das weiß ich auch noch nicht. Mach mir nur so einen Stress. Das überlasse ich lieber den Experten. Ach so. In der einzigen Öffnung, die groß genug wäre, um etwas in die Pistole zu füllen, steckt der Luftschlauch. Ich muss das irgendwie da hochpusten. Wenn ich so lange Arme hätte, käme ich auch über die Brücke. Der kleine Spalt reicht bis an die Oberfläche. Das Mondlicht scheint herein. Ja, und ich muss ja irgendwie anzeigen, wo ich bin, um da irgendwas runterzulassen wahrscheinlich. Oh Gott, das wäre, Alter, erschreckt mich nicht so. Er funktioniert. Das ist schön, aber es ist scheiße laut. Oh ja. Ich sollte besser nicht versuchen, den Luftdruckbehälter zu öffnen, um etwas hineinzufüllen. Wohin damit? Die Druckpistole ist durch einen Schlauch fest mit dem Kompressor verbunden. Die Druckpistole... Ich will das aufmachen. Hallo. Vom Fahrstuhl. Bist du mit dem Fahrstuhl jetzt nochmal hoch, oder wie? Na, ich muss ja irgendwie... Ich fahr wieder nach oben. Ja, tut. Oh. Speichern könntest du mal. Auch noch. Mini. Speichern. Oh, gespeichert. Danke. Okay, die Funzel will sie nichts mitmachen. Du hast jetzt hier? Ich fahr wieder nach oben. Ja, will sie. Bitte. Rosa Stein. Das heißt, du musst doch irgendwie per Mondlicht gucken können. Der Mond scheint ja nur oben durch. Ja, schon, aber. Oh. Nee. Das ist ja. Es muss irgendwo ein Loch geben. Aber wahrscheinlich muss ich mir das irgendwie markieren. Ist hier sonst noch was? Bild. Was soll ich damit? Ja, einfach mitnehmen. Die türkische Schrift kann ich nicht lesen. Wir haben statt brauchen. Gott. Hör dich nicht so an. Kannst du nach einem Stromkabel oder sowas gehen? Passt nicht ins Schloss. Ha? Nach einem Stromkabel oder sowas, weil ich das dicke Kabel da gerade sehe, weil... Ja, das sind ja für die Pumpen. Achso. Weil der Kompressor, der muss ja auch irgendwie mit Strom versorgt werden. Ja, schon, aber... Gut, muss nicht unbedingt. Der Benzinkompressor ist ja gut, der braucht ja keinen. Kann ich nicht Strom. Bewegen. Warum denn nicht? Die Kiste konntest du nicht irgendwo hinstellen und. Mach auf! Ah, keine guck. Schlechte Idee. Damit müsste sich die Holzkiste mit Leichtigkeit öffnen lassen. Ja. Bumm. Wer sagt's denn? Die Kiste taugt zwar nur noch als Feuerholz, aber darin befanden sich ein Hammer, eine Rohrzange und eine leere Plastikflasche.